Mode und eine Spende zu kombinieren. Wenn ich jetzt nicht die Welt bewegt habe, aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, lasst euch nicht bequatschen, zieht es durch, egal wie hart es manchmal ist, am Ende des Tages lohnt sich das wahrscheinlich fast immer, auch wenn es nur die Erfahrung ist, aber es lohnt sich. Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom All-In-Vlog. Heute sind wir in meinem kleinen Studio. Ich habe einen ganz besonderen Gast dabei. Dankeschön. Und zwar den Ruben. Und der Ruben, ja, man könnte sagen, er ist Modelabel-Inhaber und auch noch selber seit neuestem ein bisschen Veranstaltungen. Machst du ja auch. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, mit deinem Modelabel. Erzähl uns am besten mal ein bisschen was darum. Sehr gerne. Und zwar, ich habe vor ungefähr einem Jahr, müsste es eineinhalb Jahre, ein Modelabel in die Welt gerufen. Und zwar parallel zur Uni. Ich studiere Marketing. Und wir hatten oder müssen 6 Scheine absolvieren. Und der erste Schein war Projekt und Marketing. Und da habe ich gesagt, okay, ist langweilig, nur was zu schreiben. Ich versuche ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und selber was auf die Beine zu stellen. Und ich habe gedacht, was ist nicer als Mode und eine Spende zu kombinieren quasi, ja. Und ja, ein bisschen was zurückzugeben einfach. Und ja, hat bis jetzt oder bis dato eigentlich relativ gut funktioniert, zum Glück. Das heißt, du bist durch die Uni, hast du die Idee gehabt, ey komm, genau. ich gründe jetzt ein Modelabel. Also ich war jetzt nicht so der Anfangsgedanke, dass es so sag ich mal, groß wird. Sondern ja, sondern so ein einfach, kleines privates Projekt. Genau, okay. Ich probiere es mal. Und wenn ein bisschen was dabei rumkommt, dann ist es cool. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. War halt eine Erfahrung dann, aber ja. Ist halt so gekommen, wie es gekommen ist. Und wie sagst du, unterscheidet sich jetzt, also wir haben noch gar nicht den Namen genannt, Safe the Neighborhood. Genau. Wie unterscheidet sich Safe the Neighborhood jetzt von anderen Modelabels? Also klar, wir reden jetzt hier nicht von Louis Vuitton oder sonst irgendwas. Ja, klar. Aber von kleineren Underground-Labels, also der Kerngedanke war damals einfach eine Streetwear ins Leben zu rufen, die wirklich auch für die Street ist, sage ich mal. Ja. Und sondern wirklich, ich denke, heutzutage sind die Streetwears sehr überteuert. Gucci zählt zum Beispiel mittlerweile als Streetwear. Ich denke, das wirklich? Also ich denke, wobei das ja schon eigentlich was Luxus ist. Ja, so, aber es ist so halt, wird als Streetwear, würde ich sagen, getragen. Und ich finde es einfach, ist super nice natürlich auch. Da kann man nicht sagen, aber ich wollte einfach, dass man halt für wenig Geld auch was machen kann. Ja. Oder halt für den gerechten Preis. Und so ist mir eigentlich schon der Gedanke gekommen, beziehungsweise die Idee, das alles so ins Leben zu rufen. Wie war da so der Prozess, wie bist du da rangegangen? Weil ich meine, da musst du ja erstmal, also du brauchst ein Design, so. Das ist ja, die Basic. So. Ja. Dann musst du irgendeinen Produzenten finden, der den Scheiß für dich bedruckt. Ja. Und dann den Vertrieb. Genau. Das hast du gesagt, machst du alles selbst? Also das war eher so ein Sprung ins kalte Wasser, um ehrlich zu sein. Also ich hatte das Glück, dass ich ein, zwei Leute kann oder kenne, die mir halt auch sehr unter die Arme gegriffen haben und auch heute immer noch greifen. Ich denke, ohne diesen ganzen Support wäre das auch alles gar nicht möglich gewesen, so in der Form. Das Schwierigste, denke ich mal, bei einer Brand ist immer das Label, heißt das Logo. Und das war für mich eigentlich relativ sehr schnell klar, was werden sollte. Es sollte ein Haus werden. Anfangs war mir eigentlich wichtig, dass es ein Kind malt, dass es auch wirklich authentisch ist. So. Ja. Hat leider nicht so hingehauen, wie ich wollte. Es war dann wirklich ein bisschen zu verspieltes Logo, sage ich mal. Und dann hat es damals von einer Freundin die Bekannte gemacht. Und ich glaube, wir hatten 7 oder 8 Beispiele. Und das Logo, wie es heute zu sehen ist, ist es dann geworden am Ende des Tages. Hast du das Logo auch nochmal irgendwie überarbeitet? Es wurde auch dann nochmal überarbeitet und zwar, glaube ich, nach 3-4 Monaten. Aber es ist, glaube ich, den wenigstens wirklich aufgefallen, dass da eine Veränderung vorgefallen ist. Ja, dann ist die Frage, wie oft produzierst du das überhaupt? Also wie oft kommt da eine neue Kollektion raus? Oder also ist das wirklich so ein Ding, was du mittlerweile sagst, das hat als kleines Projekt angefangen? So, und jetzt... Ich meine, mittlerweile kennen das ja Leute, so Kollegen von mir aus der Schule tragen deine Sachen. Ja, cool, und cool. Ich denke mal, das wird ja auch nicht weniger, so würde ich mal behaupten. Das heißt, wie schaffst du es dann danach einfach noch mehr zu produzieren, beziehungsweise die Nachfrage zu decken? Also anfangs, ich glaube, die ersten Shirts waren so, lass mich lügen, waren so 30 Produkte. Die habe ich an Freunde und Bekannte verschenkt, mehr oder weniger.
Um einfach erstmal Traffic zu generieren. Genau, einfach um ein bisschen die Brand zu zeigen. Und ich glaube, die nächste Produktion war da schon ein bisschen mehr. Und dann haben wir eigentlich immer auf Anfrage produziert. Und es waren halt auch dann, ich glaube, die dritte Lieferung, also die dritte Produktion waren dann auch schon, lass mich lügen, 200 Teile oder so. Also nach 2-3 Monaten, also war schon größer. Krass. Und wie gesagt, wir haben halt riesen Support gehabt. Die Leute haben es gefeiert oder angenommen. Und haben dann eigentlich bis Dezember, also das Ziel war, glaube ich, in einem Jahr oder am Start von einem Jahr, so dass die Spendensumme zu erreichen. Mhm. Ich glaube, wir haben es gefühlt so nach 3-4 Monaten erreicht gehabt. Schon so schnell? Ja, zum Glück. Und ja, haben dann auch nach einem halben Jahr quasi die Produktion umverlegt, sind dann ins Ausland gegangen. Ich war dann mit dem Kollegen, mit dem ich das auch mache, im Ausland. Also hast du dir wirklich die Produktionsstätte auch angeschaut? Ich habe mir auch die Produktionsstätte angeschaut. Dass das auch alles sozusagen Fair Trade produziert wird, weil ich meine, wäre kacke, wenn du sagst, okay, hier, wir wollen mal spenden und dann die Produktion, aber... Klar, also definitiv, also mir war wichtig auf jeden Fall, dass es auch Fair Trade ist, weil am Ende des Tages stehen wir für irgendwas oder möchten für etwas stehen. Ja. Und ja, definitiv. Sag mal, kannst du uns auch schon sagen, wann es denn eine neue Kollektion gibt? Weil ich war jetzt noch letztens auf dem Store gewesen und war alles ausverkauft. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Produktion gehabt und sind aber gerade dabei, das zu klären. Und es kommt definitiv was Neues. Auch komplett neue Designs? Es kommen auch direkt komplett neue Designs. Aber es wird immer noch so der Kernaspekt von dem Haus drin bleiben? Oder genau. Also überlegst du dir da noch ein paar Spielereien noch dazu? Ja, definitiv. Aber für die nächste Kollektion ist es eigentlich erstmal so, wie man uns kennt. Okay. Und danach natürlich ist es das Ziel, auch zu wachsen und auch andere Designs zu machen und. Jetzt hattest du gerade gesagt, dass nur eine Spendenaktion damit erreichen wolltest. Wohin genau hattest du überlegt, das hinzuspenden? Das nächste Projekt oder das erste? Ja, genau. Wir haben schon einige Ideen. Was es jetzt genau werden soll, ist es uns noch nicht bewusst, aber wir sind am Überlegen. Definitiv. Also ich denke, jetzt eher wieder so eine soziale Sache? Oder? Ja, definitiv, also definitiv. Also das Ziel ist es auch, so das Main Goal, sage ich mal, auch vielleicht selber in Richtung Verein bzw. Stiftung zu gehen, halt, dass man noch so ein Unterlabel quasi macht, der sich dann nur um das kümmert. Okay. Und halt auch quasi eigene Projekte auf die Beine zu stellen. Ach so, dass du dich dann selber dadurch, durch den Verkauf... Genau, quasi okay, eigene Projekte ins Leben zu rufen und dann vielleicht auch ins Ausland gehen und. Also nach oben, denke ich, gibt es da erstmal... Oder sollte es keine Grenzen geben? Okay, das ist krass. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt, finde ich. Das wollte man auf jeden Fall unterstützen. Deswegen bei der nächsten Kollektion kauft ihr bitte alle fleißig ein. leider haben wir noch kein Datum dafür, aber... hoffentlich bald. Hoffentlich bald, genau. Aber wir kommen jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen, nachdem wir jetzt über die Mode geredet haben, zu deinem anderen Projekten. Und zwar zur Veranstaltung, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen Backstage darüber gequatscht gehabt, wegen deiner letzten Partyreihe. Party Next Door. Wie siehst denn du das? Also womit versuchst du dich als Veranstalter zu unterscheiden von anderen Partys jetzt? Also ich würde mich, erstmal will ich mich nicht als Veranstalter sehen. Okay. Ja, also jetzt nicht böse, aber ich habe damals mit der Eventreihe angefangen, quasi um einfach die Bekanntheit von unserer Brand Safety Neighborhood am Leben zu halten, da wir halt auch keine Produkte mehr hatten und ich so ein bisschen Angst hatte, dass das so alles in Vergessenheit geraten wird. Na, das für diese Partys okay, ist... Wie kann man das cool branden einfach, um dass der Name halt repräsent bleibt. Und dann so, okay, komm, wir machen einfach Partys. Und die erste Party habe ich mit dem Jan gemacht von No Sleep. Okay. Wir kannten uns persönlich eigentlich gar nicht. Ich habe nur gesehen gehabt, dass er auch uns damals supportet hat. Und hab ihr das so ein bisschen verfolgt, das Geschehen, das, was er halt gemacht hat, und fand es halt super nice. Und habe mich dann am Ende des Tages mit ihm zusammengesetzt und so ein bisschen erzählt, was ich vorhatte. Und er hat gemeint, ja, ist cool. Und dann haben wir unsere allererste Party damals im La Louvre gemacht. Ah, nice. Neighbors. Und sollte eigentlich meine erste und letzte Party sein. Und dann halt, wie es nun mal so ist, haben wir dann gedacht, okay, komm, wir machen was ein bisschen mehr zu Brand passt. Und dann haben wir gesagt, komm, das Storehouse in Frankfurt ist cool von der Location her. Ja, auf jeden Fall, ja. Und passt auch ein bisschen zu dem, was wir expressen wollen, so. Und ja, dann haben wir The Party Next Door ins Leben gerufen. Und seitdem machen wir jetzt die, ich glaube, jetzt
Oktober war die vierte, müsste gewesen sein. Das heißt, du bist noch gar nicht so lange dabei? Nee, also gar nicht. Weil du hast immer noch wirklich so den Grundgedanken einfach, hey, okay, ich will meine Mode, mein Label damit unterstützen. Genau, und ich fand es halt cool, der Kerngedanke war halt auch, so viele Leute haben das oder die Brand supported, und ich denke, es war eine Möglichkeit so für uns, so ein bisschen die Community zusammenzurufen und die Leute halt auch die zu erweitern, die das Support haben, auch vielleicht schon mal kennenzulernen, auch wenn es jetzt schwer ist im Club, aber halt sich auch mal ein bisschen Zeit für die Person zu nehmen und einfach so als Dankeschön, das so alles ein bisschen zusammen zu feiern, was wir da auf die Beine gestellt haben. Ist auf jeden Fall ein nicer Gedanke, dass du dann so versuchst, das Spektrum an Kunden einfach so, wenn man es jetzt mal so sehen kann, dadurch einfach zu erweitern, aber was mich jetzt interessiert auch, du hattest bei der letzten Partys, hattest du hauptsächlich DJs da? Unter anderem, ja. Also natürlich, du hast ja einen Resident, würde ich mal denken. So, aber wie kamst du auf die Idee, hey, okay, ich will jetzt auch mal die Frauen hauptsächlich auflegen haben? Boah, also es war jetzt nicht der Grundgedanke, sag ich mal, dass wir jetzt nur Mädels auflegen, aber ich denke, wir haben eigentlich meistens bei der Party 5 oder 6 DJs oder DJs halt. Und ich denke, wir haben mittlerweile so die Community, beziehungsweise so den Space, Leuten eine Bühne zu geben. Und ich weiß, wie schwer es sein kann, so als wenn man etwas neu beginnt. Ja. Und ich denke einfach, es ist auch so der Support-Gedanke. Also besonders auch für die DJs in der DJ-Szene, genau, die ja wirklich jetzt zu 80% hauptsächlich aus Männern besteht, würde ich jetzt mal behaupten. Genau. Und wenn jemand halt kommt und dir die Hand reicht, was wahrscheinlich nicht jeder nötig hat, aber einfach, ich denke halt, es ist ein Geben und Nehmen, und wenn ich helfen kann und die natürlich nice sind, dann wieso nicht, dann ist es egal, ob Mann oder Frau. Natürlich. Aber das heißt, das war jetzt nicht so, du hast dir nicht gedacht, okay, gut, ey, ich brauche jetzt die Mädels. Nee, gar so nicht. Also es ging dir einfach, willst du helfen mit Newcomern? Quasi auch, ja, definitiv. Okay. Was erwartest du dann so an DJs? Das ist immer so meine Frage, also du bist jetzt kein lang erfahrener Veranstalter, aber wonach suchst du denn dann? Also wenn du jetzt einen anderen DJ buchst, der jetzt noch nicht neu dabei ist, sondern der schon länger im Game ist und der halt davon hauptsächlich lebt, sagen wir es mal so, wonach suchst du die DJs dann aus? Was ist für dich da interessant? Also das Wichtigste, denke ich mal, für mich ist, dass er gut die Crowd lesen kann. Heißt, dass er wirklich mit dem Publikum geht und dass er sich halt auch ein bisschen danach richtet, was will das Publikum hören und nicht, okay, was würde ich jetzt als DJ gerne hören oder was ist gerade Mainstream, sondern wirklich ein bisschen das Publikum liest und damit auch arbeitet. Und dann seinen eigenen Touch damit reinbezieht. Also es ist dir gar nicht wichtig, okay, Follower, sonstige... Eigentlich weniger, weil am Ende des Tages, wenn jemand gute Musik auflegt, ist egal, ob er jetzt 10.000 Follower hat oder natürlich 5.000 Follower. Dann würde ich dich einfach nochmal so generell fragen, was sind deine nächsten Projekte, wo willst du nochmal mit Save the Neighborhood hin, was so die Future, was sind die nächsten 5 Jahre, wo du denkst, da wird sich das Ganze hin entwickeln, oder was wünschst du dir? Ich würde sagen, so das Main-Ziel für dieses Jahr, für 2019, ist definitiv, ich würde gerne im Dezember was auf die Beine stellen, was auch mit Obdachlosen definitiv zu tun hat. Abseits von Save the Neighborhood eigentlich. Also noch ein weiteres Projekt. Ja, mehr oder weniger. Ist es jetzt noch nicht fest, leider, weil es ein bisschen größer werden soll. Deshalb kann ich jetzt dazu noch nicht so viel sagen, aber wir sind auf jeden Fall dabei, andere soziale Projekte diesmal auch selbst ins Leben zu rufen. Und ja, das wäre also für 2020 und natürlich für die nahe Zukunft oder für die Zukunft wäre mir halt wichtig, dass wir wirklich mehrere Projekte auch unterstützen können. Heißt nicht nur, dass Kinder in Röhlheim, sondern wirklich wachsen und dass man vielleicht auch sagt, okay, man geht ins Ausland, man holt 20, 30 Leute aus der Community, die selber Bock haben, vielleicht etwas zu bewegen oder selbst mal Hand anzupacken oder Hand dran zu legen und da wirklich was zusammen auf die Beine zu stellen. Also weitere soziale Projekte möchtest du fördern? Klar. Auch durch deine Partys? Also wird es auch mehr weiterhin regelmäßig Partys von dir geben? In der Hinsicht, oder? Also für dieses Jahr definitiv haben wir jetzt im Le Panther was am 22.11. und dann einen am 7.12. im Dohaus. Mhm. Und ich glaube, dann werde ich erstmal langsam machen, was Partys angeht, ja. Das heißt, danach wird sich wieder mehr auf Save the Neighborhood
Genau. Auf die neue Kollektion, die hoffentlich bald dann rauskommt. Genau. Ja gut, und das, was mich auch noch interessiert ist, was waren so deine Erfahrungen bis jetzt im Nachtleben, so als neuer Veranstalter? Wie siehst du das da? Oder wo nimmst du die Motivation auch von dir selbst jetzt her, dass du sagst, ey, weil so einen sozialen Gedanken, wie du ihn hast, der nicht nur gewinnorientiert ist in der Hinsicht, dass du sagst, ich muss jetzt super viel Profit machen, sondern wo kommt das her? Wie ist das bei dir entstanden? Das finde ich sehr interessant, weil das halt eine ganz andere Herangehensweise ist, die sonst teilweise im Nachtleben halt vertreten ist, wo es um Patte geht. Also ich denke, erstmals, wenn man helfen kann, sollte man helfen. Das ist so der Grundgedanke. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt von Anfang an so einen riesen Support hatten, war es mir auch super wichtig, einfach etwas zurückzugeben, auch wenn es jetzt nicht in riesen Summen ist, aber halt einfach zurückzugeben. Und ich glaube, das war am Ende des Tages vielleicht meine Idee, aber wie gesagt, ohne den Support wäre es nicht möglich gewesen. Und man sieht halt auch an dem vergangenen Jahr, dass wenn man etwas möchte und wenn man halt den nice Support hat, dass man was auf die Beine stellen kann. Und ja, das ist eigentlich so der Kerngedanke von der ganzen Geschichte gewesen. Und ja, so. Also das ist so dein Motto, dein Lebensmotto, dass du sagst, hey, wenn ich helfen kann dann hilfst du. Super immer. Gerne, super gerne, ja. Und ich denke einfach, der Gedanke fehlt oder meiner Meinung nach fehlt der so ein bisschen hier bei uns in Frankfurt, sage ich mal. Es geht jetzt nicht nur um Partys oder Mode, sondern prinzipiell so, ich habe das Gefühl, jeder lebt für sich. Jeder so. Achtet so mehr oder weniger so auf sich. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn man helfen kann, sollte man helfen. Und egal in welcher Lebenssituation oder egal wann, helf. Weil am Ende des Tages, ich denke, alles, was man gibt, kommt irgendwann wieder zurück. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, sondern auf eine andere Art und Weise. Und am Ende des Tages muss ja jeder selber in den Spiegel gucken können. Natürlich. Ich würde sagen, das ist ein schönes Statement. Zum Ende des Vlogs geben wir natürlich auch immer unseren Künstlern, beziehungsweise in dem Fall Veranstalter oder Modelabel-Inhaber, die Möglichkeit, ein paar Shoutouts da zu lassen. Deswegen, falls du noch jemanden grüßen möchtest, hast du gerne jetzt die Möglichkeit. Und also ich würde gerne alle grüßen, die mich oder uns auf unserem Weg so begleitet haben, supportet haben. Von so Day One, sage ich mal, super viel Unterstützung kam von den Jungs aus der Nordweststadt, aus Frankfurter Berg, auch sehr viele Leute, die das ganze Projekt unterstützt hatten. Einer der ersten, die ich kennengelernt hatte damals, die auch so ein bisschen was mit Instagram zu tun hatte, war die Henriette Kempel. Die macht auch so ein bisschen was mit Make-up und Fashion. Und ich könnte das wahrscheinlich stundenlang weitererzählen. Aber das ist so erstmal das, was mir jetzt so spontan einfällt. Und halt die Jungs, meine Jungs, mit denen ich halt aufgewachsen bin. Und ja, mein Partner oder alle Partner von Partys bis zur Modelinie, alle halt hier wirklich Liebe zeigen und das Ganze hier supporten und mit uns Gas geben. Und ja, ich finde es auch heftig, dass Leute heutzutage so immer noch fragen, mehr oder weniger. Wir haben jetzt schon seit 3 oder 4 Monaten keine Produkte mehr, also oder wahrscheinlich noch länger. Und dass die Leute immer noch wirklich nach den Shirts fragen, was ich einfach Hammer finde, weil ich hatte, wie gesagt, ein bisschen Angst, dass die Geschichte, nachdem wir halt keine Produkte mehr liefern konnten, so ein bisschen abschweift. Aber daran sieht man, dass die Leute wirklich Bock haben, ja, und das wirklich so vom Herzen machen. Und ja, dafür wünsche ich mich auch. Wir warten alle. Auf jeden Fall nochmal bedanken. Das ist echt nice und nicht selbstverständlich. Ja, nice. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen? Noch etwas sagen. Und zwar, ich könnte euch wahrscheinlich 1000 Sachen sagen. ja, was ich euch ans Herz legen kann, was ich selber jetzt gelernt habe durch das letzte Jahr, auch wenn ich jetzt nicht die Welt bewegt habe, aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, lasst euch nicht bequatschen, zieht es durch, selbst wenn ihr 5-mal auf die Schnauze fallt, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst irgendwas auf die Beine stellen oder irgendwas Richtung Kreatives machen, macht es. Es ist immer Learning by Doing und natürlich, aller Anfang ist schwer, es ist immer noch super schwer, auch für uns oder für mich, aber ich denke, anhand des letzten Jahres kann man halt schon so ein bisschen sehen, was wir zusammen auf die Beine gestellt haben. Und egal wie hart es manchmal ist, am Ende des Tages lohnt sich das wahrscheinlich fast immer, auch wenn es nur die Erfahrung ist, aber es lohnt sich. Und darum denke ich, wenn ihr einen Gedanken habt, ihr wollt was machen, gebt Gas,
denke nicht daran, was könnte passieren, was wäre, wenn, weil es das Allerschlimmste, denke ich, natürlich, die Frage, sondern macht einfach und was passieren soll, passiert. So. Ja. Auf jeden Fall ein nice Statement. Ich danke dir, dass du da warst, danke, dass du das Interview mit uns geführt hast. Danke. Nur für dich. Für mich, für ein All-In-Vlog, für unsere Zuschauer. Ja, ganzen Links, Verlinkungen und auch die Website und die neuen Designs, die dann hoffentlich bald kommen, werdet ihr in der Beschreibung sehen. Ansonsten viel Spaß bei den anderen Videos und danke für die Einladung. Bis dann. Ciao. Ciao. I'm looking for balance, but I can never decide. In a fight for justice, but I can never get it right. I can stand confrontations, I'm never good at that, 'cause they give me